den Korridor zu aktivieren. Für die Aktivierung müssen wir beide Schlüssel gleichzeitig umdrehen. Reine Sicherheitsmaßnahme. Bereit? Wie bei einer Atombombe. Warte, wir aktivieren doch keine Atombombe, oder? Finden wir's raus. 3, 2, 1. Verdammt, Paul! Was ist das? Der Korridor. Der Passagier tritt am einen Ende ein, folgt der Schleife, tritt am anderen Ende wieder aus. Und erscheint zum festgelegten Zeitpunkt dort, wo die Maschine genau dann physisch steht. Passagier? Warte mal, dieser Korridor ist für... Du hast tatsächlich vor, in das Ding zu steigen? In die Maschine? Durch die Zeit? Das ist eine verdammte Zeitmaschine. Ich werde der Erste sein, Jack. Mit dir als Zeugen. Das ist verrückt, Paul. Das kann ja wohl nicht sicher sein. Was ist, wenn... Unser Team hat in der Testphase bereits bewiesen, dass es funktioniert. Sie ist bereit. Wir haben jeden einzelnen Test bestanden, jede einzelne Inspektion. Wir sind dabei, Geschichte zu schreiben, Jack. Du musst einfach nur diesen Schalter umlegen. Zwei Minuten in die Vergangenheit. Merk dir diesen Moment. Paul, was? Wie? Keine Sorge. Alles okay, bleib ruhig, Jack. Bleib ruhig? Jetzt gibt es dich zweimal. Du hast dich verdammt nochmal vervielfacht. Das hier ist genau das, was passieren sollte. Er ist eine Zukunftsversion von mir aus... 2 Minuten in die Zukunft. Ein böses Zukunfts-Ich. Geschafft! Einfach unglaublich. Ich meine, was das für uns bedeutet. Wir könnten die Menschen vor Unheil warnen. Unheil warnen, Krankheiten heilen, muss ich sich ausbreiten. Die Unterhaltung hatte ich gerade. Hört sich beim zweiten Mal immer noch gut an. Meine Güte. Jetzt geh du in die Maschine. Du musst den Kreis schließen. Ja, ja. Natürlich. Warte, Paul, was tust du? Es ist alles eine Schleife, Jack. Ich muss in die Maschine und zu dem Moment zurückreisen, an dem ich die Maschine verlassen habe, um hier zu sein. Und wenn du das nicht tust? Es gibt kein Was, wenn. Ich bin hier, es ist schon geschehen. Du hast es gesehen, Jack. Wir haben es geschafft. Nein, das ist unmöglich. Das ist einfach unmöglich. Ich kann gar nicht... Wir können jetzt nicht aufhören. Wir müssen die andere Richtung testen. Stell die Maschine auf 5 Minuten in die Zukunft ein. Was tust du da? Oh nein. Jack. Will. Du musst mir helfen. Wir müssen das Ding abschalten. Nein, halt ihn auf! Halt's Maul! Den Kerl! Jetzt, warte mal! Wir können es nicht abschalten, Paul ist noch da drin! Will. Halt's Maul! Sieh mich an! Nimm die Waffe runter, dann reden wir, okay? Dafür ist keine Zeit! Du denkst nicht klar! Nimm die Waffe runter! Heilige Scheiße, Will. Die Zeit wird enden! Jack, bitte vertrau mir. Sonst was? Halt ihn auf! Nein, ich hol dich da raus! Oh Gott, oh nein! Nein! Ugh.
Alles okay? Ich glaube ja. Ich will deinen Weg raus. Kümmere du dich um Will. Ja. Okay. Wills Worte halten in meinem Kopf wieder. Die Zeit wird enden. Was zur Hölle ist das? Es hätte funktionieren müssen, Jack. Wir haben die Zeit zerbrochen. Geschieht das wirklich? Das kann nicht wahr sein. Wie zum Teufel? Was zur Hölle? Das ist verrückt. Will! Will! Komm schon. Jack. Hey, Will. Der Nullzustand. Was haben wir getan? Sie hat mich gewarnt. Ich wusste, dass sie recht hatte. Die ganze Zeit über. Ich habe Paul gewarnt. Es hätte vermieden werden können. Es ist zu spät. Jack, die Luft läuft im Tank. Ich setze fest. Jack, hilf mir, das Ding aufzukriegen. Paul steckt noch in der Maschine, Jack. Jetzt komm! Die klemmt! Das sollte nicht passieren! Die Zahlen sind doch... Die Anomalie ist kollabiert. Nur diesen Weg. Ich gehe durch die Maschine. Paul, warte! Nein! Jack! Hier entlang! Jack! Jack! Mein Gott, komm! Wir können durch die Luke fliehen, durch die ich gekommen bin! Feuer auf die Terrassen! Ich wollte Paul nicht im Stich lassen. Aber es gab keine Möglichkeit, ihm zu helfen. Ich wusste nicht, wo er landen würde. Zur Hölle. Schnell! Hier entlang! Jack, deine Hände. Wir müssen weiter. Nein! Hier lang. Weiter. Das war das erste Mal, dass sich meine Kräfte bemerkbar machten. Ein unkontrollierbarer Energieschub, der Will gerettet hat. Jack, weil du so nah am Impuls warst, muss er deine Verbindung mit dem Kronon-Feld verändert Will, haben. Was ich da eben getan habe. Was zum Teufel ist hier los? Das versuche ich dir gerade zu erklären. Aber nicht so, dass ich es verstehe. Eine Explosion ist schlecht für die Zeit. Wenn die Zeit ein Ei ist, dann ist dieses Ei jetzt zerbrochen. Das Zeitei ist im Arsch. Was? Wieso geht es denn jetzt um Eier?
In der Zeit ist ein Riss. Sie bricht auseinander. Und das führt zum Ende der Zeit und die Tür. Was? Verschlossen. Ich habe keine Zugriffsrechte mehr. Das hat nichts gebracht. Geh zur Seite. Ich krieg sie schon auf. HQ, sicheres Server. Will, da sind noch mehr. Versteck dich. Haltet die Augen auf. Könnte sein, dass sie hier entlang sind. Sie kommen. Hier rein. Ich habe Paul gewarnt, dass die Berechnungen falsch sind. Ich habe versucht, dich dazu zu bringen, mir zuzuhören. Indem du mir eine Waffe vor die Nase hältst? Ja, eine Waffe. Das anerkannte Symbol für Hals, Maul und hör mir zu. Wie immer, ganz logisch. Du... Nein, was denn? Ich weiß nicht. Ist alles in Ordnung. Sicher, dass er nicht wieder rauf ins Labor ist? Vielleicht ist er zurück und hat versucht, mit dem Servicelift zu entkommen. Das ergibt alles keinen Sinn. Wie? Warum bist du überhaupt hier? Das ist im Moment deine größte Sorge? Paul bat mich, dein Chaos in Ordnung zu bringen. Mein Chaos? Verstehst du überhaupt? Kümmere mich drum. Ich sehe da hinten überhaupt nichts. Vielleicht muss ich dahinter kriechen. Scheiße! Raider-Team, Sichtkontakt. Hast du gehört? Los. Du kennst die Zusammenhänge überhaupt nicht, Jack. Du warst nicht hier. In 6 Jahren ist viel passiert. Hier geht es um mehr als uns. Nimm's nicht persönlich. Sie versuchen uns zu töten, Will. Das ist schon sehr persönlich. Glaub mir, das Letzte, was ich wollte, war, dich mit reinzuziehen. Es tut mir leid. Aha. Nicht sicher. Der Riss in der Zeit wird immer größer. Wir müssen etwas dagegen tun, bevor es zu spät ist. Wie? Als erstes müssen wir zu meinem Wagen. Mach du das mit der Tür. Will, runter! Okay, sie ist bewaffnet. Eröffne Feuer! Wir sitzen fest! Hab ich auch schon bemerkt.
bist du? Bleib unten! Lass die Waffe fallen, Joyce! Dann hört auf, auf uns zu schießen! Feind gesichtet! Verflucht! Getroffen! Was machen wir jetzt? Will, alles in Ordnung? Ich glaube schon. Aber Jack, das war... Ich weiß. Das ist völlig außer Kontrolle geraten. Ich habe schon mal eine Knarre benutzt. Ich war schon in brenzligen Situationen, aber ich wurde noch nie von professionellen Gangstern gejagt. Paul war sich sicher, dass das Experiment funktionieren würde, dass die Zahlen richtig waren. Weil seine Spezialisten ein Haufen Vollidioten waren. Ihre Formeln haben diese Variablen nicht berücksichtigt. Du korrigierst jetzt die Formeln? Wenn sie das vorher gemacht hätten, wäre das nicht passiert. Lass uns hier verschwinden. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Da ist der Lift zur Lobby. Zum Lift geht's da lang. Kommt runter! Versteck dich! Nicht schon wieder. Los, los, los! Schaltet ihn auf! Pass auf! Diese Typen tragen Monarch-Uniform. Monarch? Warum zum Teufel schießt Monarch auf uns? Weiß ich das nicht! Hey! Dieses Mal ist es nicht meine Schuld! Thank you.
Zeit spielt wieder verrückt. Ach was. Wir müssen los. Sind Jack und William Joyce in Gewahrsam? Hast du das gehört? Sie kennen unsere Namen. Sie wussten, dass wir hier sein würden. Sie sind hinter der Zeitmaschine her. Der Lift. Er ist der einzige Weg hier raus. Jack, hier rein. Jack, der Lift. Beeilung. Thank you.
Wir können nicht zu deinem Wagen. Mona könnte dort auf uns warten. Wir müssen, Jack. Es ist wichtig. Der Riss muss repariert werden. Wir müssen zu meinem Auto. Okay, also, erklär mir das mal, Will. Die Zeit ist also zerbrochen. Gut. Und jetzt sagst du, dass wir das reparieren können? Theoretisch schon. Ich habe für so einen Fall etwas gebaut, vor vielen Jahren. Aber es wird nicht einfach sein, die Gegenmaßnahme zu finden. Die Gegenmaßnahme? Was? Okay. Was ist? Vielleicht lassen sich die Türen noch öffnen. Ich versuch's mal. Will? Oh, Scheiße. Schon wieder eingefroren. Irgendwie konnte ich mich darauf konzentrieren und Will aus seiner Starre lösen, auch wenn die Welt noch eingefroren war. Anomalie! Sie hatte recht. Mit dem Riss. Mit allem. Kollabiert, sollten wir besser weg sein. Wir wissen nicht, wie lange das dauern wird. Gehen wir! Wo steht dein Wagen? Hier entlang. Dieses Mädchen habe ich getroffen, als ich hier unterwegs war. Was machst du? Sie soll sich bewegen. Bleibt erstarrt. Es hat bei dir funktioniert. Warum funktioniert es bei den anderen nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es etwas mit den Kronenpartikeln zu tun. Schau sie dir an. Das ist eine verdammte Invasion. Was machen sie? Und warum? Sie schnappen sich alle. Alle Zeugen, die von ihren Unternehmungen wissen.